Stefan Bacher, nach dem unglaublichen Sieg in Dornbirn steht man jetzt in den Playoffs gegen den Erzrivalen aus Klagenfurt. Wie war das in Dornbirn nach diesem Sieg? Wie war da die Stimmung? Ja, es war unglaublich. Ein Sieg nach dem Spiel war eine sehr gute Stimmung, haben alle auch Freude gehabt. Alle ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ja, während der Partie war sehr knapp, da war die Stimmung kurz einmal gebrochen, 4-1. Aber dann haben wir zurückgekämpft und haben es reingeholt nochmal. Am Freitag das erste Spiel in Klagenfurt. Worauf wird es da ankommen? Ja, Klagenfurt ist eine sehr gute Mannschaft, in vier Linien, die werden volles Programm fahren, defensiv stehen sie sehr gut, die haben einen sehr guten Tormann, da müssen wir sehr viel Verkehr vom Tormann machen und ja, unsere Chancen nutzen. Im Training wurde intensiv auf die Special Teams Wert gelegt, könnte das ein Schlüssel zum Erfolg sein? Ja, ich glaube, die Special Teams sind das Wichtigste jetzt, an, ja, Powerplay und Unterzahl, da müssen wir schauen, dass wir besser sind mit den Klagenfurten einfach. Der letzte Sieg in Klagenfurt datiert aus dem Jahre 2016, also sind dann 5 Jahre her. Du warst damals noch dabei, es war ein 5-1-Sieg. Kannst du dich auch noch erinnern? Schwer eigentlich, weiß ich auch nicht mehr. Aber es ist schon lange her, das wollen wir natürlich ändern. 5 Jahre ist viel zu lang und das wollen wir jetzt in den Playoff ändern.